Und damit herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video, einem neuen Cinematic Vlog. Und einem weiteren Teil von 3G1V. Swear Demo oder wie heißt es? To Unreal Chaos. Unreal Chaos, jetzt habe ich's. Getting Over It with Bennett Foddy. GTA 5 Online. Hier an einem wunderschönen Freitagnachmittag. Wir haben 13 Grad, absolute Hitzewelle. Das ist wieder das Ding. So, mit da ist gerade eine Taube im Busch gelandet. Darauf erstmal einen für dich. Und fahr halt weiter. Was zur Hölle? Was ist hier los? Sichert das Gebiet. Ja, dafür muss ich erstmal gesichert werden, weil ich gleich tot bin. Danke. 1 und 1. Jetzt sind wir endlich da. What the fuck, Alter? Ja, aber das ist Nu. Ah! Ich glaube, jetzt seht ihr es. Ich habe meine Null-Taste entfernt. Das ist nicht groß geschrieben. Geh auf die Website und du lernst das 10-Finger-System auswendig. Schon wieder. Ich breche jetzt die zweite Taste raus. Was da für ein Bass rauskommt, das ist unglaublich. Wir haben noch eine Welle. Nur noch eine Welle. Und meine Kamera ist aus. Ich rede schon wieder zu viel. Hier ist doch nichts. Warum liegt mein Mikrofon auf der Seite? Wieso geht er aus? Musst du mal eben neu connecten. Da fängst du nämlich schon an. Wir haben uns anscheinend nicht angeschnallt. Sind wir in Amerika oder was ist da los? Ja, muss man mal gemacht haben tatsächlich. Rückschritte statt Fortschritte? Das war er jetzt aber, der extrem verspätete Jahresrückblick 2019. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ich bin hier gerade in einer extrem windigen Gegend, habe aber gedacht, ich nehme euch einfach mal mit raus, diesen Rückblick, weil den letzten haben wir ja auch wieder vom schwarzen Bildschirm gedreht, den davor auch. Und ich dachte, es ist mal wieder Zeit für was Neues und ich stelle euch einfach mal nach draußen. Auch für dieses Jahr möchte ich mich recht herzlich bei euch bedanken, dass ihr die Videos angeschaut habt. Ich habe neulich mal geguckt, die meistgeklicktesten Videos. Ich muss mal ganz kurz eben nachgucken. Ich bin ein bisschen unvorbereitet, weil ich gerade spontan entschlossen habe, diese Abmoderation das aufzunehmen. Mein Handy will gerade nicht. Natürlich top in dieser Situation. Apple, auf euch kann man sicher verlassen. So, wenn ich kein Video vergessen habe, sind zum Beispiel die meistgeklicktesten Videos mein heftigster Lachflash, dieses Try Not To Love Video, sehr gut bei euch angekommen. Mir hat es auch extrem Spaß gemacht zu produzieren. Also ein fettes Danke auf jeden Fall dafür. Mache ich gerne wieder. Das werde ich auf jeden Fall wieder weiterhin auf meine Liste setzen von ausstehenden Uploads. Dann mein Vlog auf der Suche, wo ich euch mit in die Walachei genommen habe, um eine Drehlocation zu finden, ähnlich wie ich es ja jetzt auch gemacht habe. Das ist auch sehr gut bei euch angekommen, auch vielen Dank dafür. Und dann auf jeden Fall, als ich euch mein Auto vorgestellt habe, was auch gerade so schön den Hintergrund schmückt, auch das ist sehr gut bei euch angekommen. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Dann gab es noch ein paar andere Vlogs und auch so ein paar Laber-Videos, die gut bei euch ankommen. Also momentan ist es ja tatsächlich so, dass Vlogs wesentlich gefragter sind auf dem Kanal als irgendwie Gaming-Videos, weil ich generell sowieso nicht in dieser Gaming-Szene drin bin. Ich habe da keine Ahnung von und wenn, dann ist es eher so, um euch ein bisschen den Nachmittag vielleicht zu versüßen, weil ich mich mit dem Spiel nicht auskenne und da rumfaile. Also mehr ist es dann ja auch nicht, wenn ich irgendwie game. Spiele, game. Wie auch immer man das sagt. Tatsächlich ist es aber auch so, dass mir Vlogs wesentlich mehr Spaß machen, weil sie umfangreicher in der Produktion sind. Ich kann alles Mögliche ausprobieren, ich kann euch irgendwo mit hinnehmen und euch was erzählen, ich kann euch einfach cinematische Eindrücke zeigen. Mir macht sowas extrem Spaß, sowas aufzunehmen und es ist ja seit jeher mein Hobby, deswegen werde ich das so weiterhin verfolgen. Mit einem Grund, warum das in letzter Zeit so ein bisschen ruhig auf dem Kanal war, ist auch, dass ich mich momentan so ein bisschen mehr der Musik widme, also ein bisschen mehr eigene Musik machen, alles Mögliche, mich ein bisschen
auslebe. Ich habe ja ein neues Instrument bekommen, ein Keyboard, was ich euch demnächst auch vorstelle. Ich werde so eine kleine Setup-Tour machen, was so mein Musikequipment angeht. Wenn euch da, wenn ihr euch darauf freut, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Wird kommen. Ist ja immer so bei mir. Ich sage immer, wollt ihr das sehen, ja oder nein? Und im Endeffekt bringe ich das doch oder halt nicht, wie ich dann Lust drauf habe. Aber das ist ja der Witz des Kanals quasi. Ich bin ja so unberechenbar. Und deswegen kommen diese Videoideen zustande, wenn ich dann einfach mal irgendwo hinfahre und euch mit irgendeinem Nonsens zu Quatsch, das ist ja so mein Ding. Anscheinend gefällt euch das auch, weil sonst hätte das, ich stelle euch mein Auto-Video vor, keine 18 Daumen nach oben. Ich saß da wirklich nur drin und das Einzige, was ihr von dem Auto an sich gesehen habt, waren ja die Cinematics. Mehr kam da ja nicht. Auf jeden Fall ist dieses random durch die Themen gehasselt, was ich ja bisher die Jahre gemacht habe, wird das auch weiterhin so bestehen bleiben. Der Kanal bleiben ist nicht meine Hauptpriorität in meinem Leben, das wisst ihr alle. Ich bin kein Vollzeit-YouTuber. Dafür reicht es noch nicht ganz von den Klicks. Momentan bin ich in der Ausbildung und die nimmt ziemlich viel Zeit ein. Ich bin, weiß ich, im besten Falle um 5 Uhr zu Hause und dann ist halt nicht meine erste Idee, jo, setz dich eben an den Computer und laber deine Leute voll. Zwar jetzt nicht böse klingen, aber es ist halt, wie es ist. So, ihr wisst ja, was ich meine. Bild, das wechselt gerade auch von hell zu dunkel, zu hell zu dunkel. Das tut mir ein bisschen leid gerade, aber es ist der Nachteil, wenn man draußen filmt und kein ND-Filter hat. Merken, Jonas. Solche Videos kann ich einfach nur dann produzieren, wenn ich wirklich Lust drauf habe. Und das merkt ihr auch in den Videos. Wenn ich da keine Lust zu habe in der Vergangenheit, dann seht ihr das auch. Und dann haben wir da beide nichts von. Jetzt mal von dir zu mir gesprochen. Wenn überhaupt, dann mache ich sowas irgendwie am Wochenende, wenn ich mal Zeit dafür habe oder so und auch Lust. Und dann kommt ja auch meistens was ganz Nettes bei rüber. Aber das ist auch wieder Ansichtssache. Also in erster Linie vielen Dank, dass ihr diese Videos schaut. Und auch wenn wir jetzt schon fast wieder mittendrin sind in 2020, wünsche ich uns ein erfolgreiches 2020. Jetzt habe ich mit dem nächsten Jahresrückblick wahrscheinlich nicht ganz den Druck, den ich mit diesem hatte, weil ich erst bis zum März, bis zum März fertig sein muss. Kam echt spät, tut mir leid, es ging nicht früher. Aber naja, ich hoffe, trotzdem hat euch gefallen. Ihr könnt ja einfach mal reinschreiben in die Kommentare, was euer Lieblingsvideo dieses Jahr ist. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ich freue mich dann immer, sowas zu lesen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt den Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.